Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Und wir machen ja bei der nächsten Mission weiter, bei der letzten Mission von Sequenz 7. Ja, die vorletzte Mission von Sequenz 7 war ja so richtig lustig mit Hunden und pfeifenden Frauen und yay. Ja, hat irre Spaß gemacht. Vielleicht fandet ihr es sogar unterhaltsam, aber mich hat diese Mission echt aufgeregt. Und ich bin jetzt gerade auf dem Weg zur nächsten Mission, die ist da oben. Ja. Da gehen wir jetzt mal hoch. Geht ja ganz schnell mit Seil. Juhu! So. Und dann werden wir mal des Amtsvergehens angeklagt spielen. Jacob plant im Parlamentsgebäude ein Attentat auf den Earl of Cardigan zu verüben. Ja, das ist ein Ziel. Das ist ein Ziel. Und ich vermute, das wird wieder sowas werden mit diesen Sidequests, optionales Attentat und irgendwie einen Schlüssel herkriegen und Geheimwege und was weiß ich. Ich fürchte, dass wieder sowas kommt mit irgendwie finde eine Geheimkammer. Darauf hätte ich jetzt gar keine Was soll Lust. dieser Nonsens mit dem Passwort heute, um Lord Cardigan zu treffen? Entspann dich, ich hab's in der Tasche. Gut, der ist bald tot. Passt auf, Männer. Lasst niemanden ohne meine Genehmigung durch. Den können wir Dieses Mal bezahlen, ist bestechen. Cardigan zu weit gegangen. Ich würde Scotland Yard am liebsten selbst kontaktieren. Kommen Sie, Gentlemen. Der ist Ich eh auf dachte, wir unserer wären uns Seite. einig, dieses niederträchtige Vorhaben abzulehnen. Und das ist unser Ziel. Ja, wir haben ja zwar gelernt. Ich bin fast. Mal schauen. Mal sehen, wie aufwendig das Ganze ist. So, hier, Lord Cardigan eliminieren. Das müssen wir machen. Ansonsten haben wir hier noch Gelegenheiten. Gelegenheit für ein einzigartiges Attentat. Das war irgendwo hier vorne. Korrupter Polizist. Tarngelegenheit und Unterstützungsgelegenheit. So. Genau. Sehr gut. Mit anderen Worten, wir laufen mal da munter rein und wir sollen keinen Polizisten töten und nicht vom Ziel entdecken lassen. Okay, das ist eigentlich eher mein Ziel. Ich soll keine Polizisten töten. Okay, ich kletter einfach mal rein. Ich lass mal diese. Ich nehme mal nur die Herausforderungen an. Also keinen Polizisten töten und nicht vom Ziel entdecken lassen. Kannst du bitte dieses Stückchen da nach oben gehen? Und schauen wir mal, wie wir da reinkommen. So, hier oben. Alles gut. Jetzt kommen wir hier rein. Genau, das ist der Typ, mit dem wir bestechen könnten. Was ich auch machen würde, weil, wenn ich das richtig sehe, sind hier keine Polizisten. So, mit dem reden. Sergeant Freddy Everline vom Scotland Yard. Wo finden diese skandalösen Vorgänge denn statt? Oh, ja, es ist hier entlang. Folgen Sie mir, Sergeant. Aber diskret, wenn es geht. Schließlich will man nicht dabei gesehen werden, die Schmutzwäsche eines Willst du Parlaments mich verscheißern? nicht wahr? Ich werde sehr diskret sein. Ich möchte, dass du da hochkletterst, weißt du? Irgendwie nicht da doof am. Ich darf den Typ nicht töten. Moment. Ist das ein Polizist? Gilt er als Polizist? Polizisten sind für mich die blauen Typen. Der ist rot. Du bist kein Polizist, dich darf ich töten. Oder? Schauen wir mal. Oh, ist der stark hier. Level 7, aber so stark. Cool. Okay, kein Polizist töten. Das macht's einfacher. Das macht's deutlich einfacher, weil hier drin keine Polizisten sind. Ich folge dir, aber was machst du?
Danke, geht doch. So, dann folgen wir dem mal. Bin gespannt, was er für eine Überraschung für uns hat. Verkleidung ist die einer alten Lady. Meiner Mutter nachempfunden. Und der so langsam läuft. Sie wären überrascht, wie überzeugend ich sein kann. Ja, zeigt auf ihn, genau, zeigt auf ihn, das bringt's. Das bringt enorm was. Ich find's toll, dass er mich irgendwo heimlich durchlotst und es überhaupt nichts bringt. Jetzt hat er wieder Angst. Ja, ist gut, komm, weiter. Er ist tot und weiter geht's. Hm, weißt du was? Oh, die sind ja hinter dem Ding. Ja, okay. Kommst du dann irgendwann mal oder lieber nicht? Hast du Angst, weil da irgendwo... Darf ich dich ein bisschen anschubsen? Ich tu dir nichts! Ach. Tja. Ja, jetzt kapiert das langsam, dass ich ihm nichts tun möchte. Können wir dann weitergehen? Ey. Hallo. Komm, wir gehen jetzt. Ah, der ist so bescheuert. Weißt du was? Ich... Ach, egal. Ich lasse mich nicht vom Ziel blicken und gut ist. So. Wenn er nicht mitkommen will, dann soll er nicht mitkommen. Alles in Ordnung. Du bist ein super Wachmann. Wollte ich dir nur mal sagen. Oh. Okay, der ist schon relativ low. Der andere auch. Das ist okay. Oh, aber wir haben Besuch. Das ist wiederum nicht ganz so toll. Was für ein Ziel? Entfernung zum Ziel verringern. Was für ein Ziel? Jetzt sag mir nicht, das Ziel ist gerade mein mir nicht folgender Vollidiot. Anscheinend. Hallo. Also ich besuche dich jetzt gerne nochmal. Der hat immer noch Angst. Ich stehe gar nicht mehr da und er hat Angst vor mir. So, wollen wir dann weitergehen oder... Yay! Unglaublich. Unglaublich. 10 Stunden später fängt er dann endlich an weiterzugehen. So macht Spielen Spaß. Ah. Brillant. Brillant. So gut, dass ich ja schon mal ein bisschen vorgetötet habe. Wir haben Besuch. Junge, oh, wenn ich den jetzt töte, dann hat er wieder Angst vor mir. Oh, dann dauert es wieder eine Ewigkeit, bis er weiterläuft. Lauf weiter. Weißt du was, ich töte noch ein bisschen weiter. So. Wir töten jetzt erst alle und dann ist es auch schön. So. Da vorne sind auch noch ein paar. Der geht auch gerade so wunderbar weg. Oh, herrlich. Wenn die nicht alle weglaufen können, so. Der guckt auch gerade. Oh, das sind ja zwei. Ah, zu schnell gewesen. Aber das macht nichts. Der erste Angriff war ziemlich gut.
Ja, aber es ist schon knifflig, sagen wir es mal so. Wenn wir jetzt nicht die Bomben hätten und ein paar andere Möglichkeiten, uns das Kampfleben zu vereinfachen. Aua. Ich glaube, dann hätten wir wirklich, wirklich ein Problem hier. So. Ich ramm dich mal. Okay, rammen bringt wohl was. Das ist schön. Also merkt euch, wenn jemand Angst vor euch hat und einfach nicht weitergehen will, einfach umrammen. Das hilft enorm. Ein Attentat. Okay, da vorne ist definitiv der Typ. Oh Gott, du willst da jetzt nicht reingehen. So, also du hast jetzt die Tür aufgemacht, oder wie? Anklopfen. Anklopfen oder Schloss knacken? Ich knack erstmal den da. Achso, der ist da, steht da drin. Okay. Gut, das hat mir jetzt irre viel gebracht. Gut. Ja, jetzt zittert er gleich wieder. Gut, das ist die große Frage, wie ist die Spielmechanik? Theoretisch. Ja, ich kann das Schloss knacken, ja. Aber wird er mich da nicht sehen? Ja, ich weiß, du hast irre Angst vor mir. So, was ist mit dir? Komme ich irgendwo oben drüber? Nö. Eher unwahrscheinlich. Oh Gott, das sind ja drei Leute. Boah. Wie soll ich denn den? Okay, das ist sehr interessant. Ja, ich weiß, du hast riesige Angst vor mir. So, lauf weiter. Gut, dann gehen wir vielleicht doch noch mal raus. Jetzt muss ich nur vor Polizisten achten, auf Polizisten achten. Ah, wir können ja mittlerweile auch Schlösser knacken, das ist super. Also wir kommen in die Tür schon rein, aber ich glaube nicht, dass wir unentdeckt reinkommen. Ich vermute aber, dass es vielleicht eine ganz gute Idee ist. Unsere anderen optionalen Ziele zu verfolgen. Wahrscheinlich ist es einfach wieder schneller, wenn wir einfach durchrushen, weißt du? Das ist so. Ich weiß jetzt nicht, was der Typ uns jetzt gebracht hat. Okay, der hat uns gezeigt, wo der ist, aber. Okay, sind hier Polizisten? Ah, da sind Polizisten. Okay, da sind jede Menge Polizisten. Und die sollen wir ja, wenn möglich, nicht. Was haben wir denn Schönes? Wurfmesser. Ach, das ist der Ort, der zählt als Polizist. Hallo, das ist ein optional. Och, das ist doch dämlich. Ich glaube, ehrlich, das ist. Ach nee, das war. Oh, ja, ich war doof. Ich war doof. Ich habe das Passwort gestohlen. Gut, jetzt ist auch schon wurscht.
Jetzt habe ich das Passwort nämlich. Ah. Hat er gut gemacht. Ach, Leute. Lasst mich einfach weiterlaufen und gut ist. Dankeschön. So, dann probieren wir es jetzt einfach nochmal. Nachdem wir jetzt aus Versehen den Polizisten... Ich verstehe es nicht. Also, den einen... Hallo. Sehr strange alles. So, wo ist hier? Da ist der... Nee. Wo ist der Eingang? Hier unten an der Tür. Okay, das war irgendwie einfach. Goddammit. Aber gut, jetzt sehen wir dann wenigstens, wie das funktioniert. Jetzt haben wir das Passwort. Kennwort. Banane. Banane. Verpiss dich. Was? Aber Ich hab doch eben vorhin das gestohlen. Warum ist das Icon jetzt noch da? Bin ich jetzt total bescheuert? Ich hab den doch bestohlen. Oh. Gut, dann laufen wir nochmal vor. Macht ja so viel Spaß. Ich will jetzt wissen, was passiert, wenn ich das Passwort kenne. Ob ich da reinkomme und ob dann die Wachen dann rausgehen. Ja, wie, der läuft da? Ich hab den doch getötet. Nicht getötet, ich hab ihn bestohlen. Dachte ich. Jetzt kann ich ihn nicht bestehlen? Doch, kann ich. Ach, weil ich nicht anonym war. Super, ich kann ihn bestehlen, aber ich... Oh, das ist doch... Leute, das ist ein beschissenes System. Also ich kann die Taste zum Stehlen halten, aber wenn ich ihn dann fertig bestohlen habe, dann kriege ich es nicht, weil ich nicht anonym bin? Der Typ hat mich nicht bemerkt. So, unglaublich. So, Polizisten darf ich jetzt töten, so viel ich will. Au. Wie viel Medizin haben wir noch? Zwei. Die sind leider auch ziemlich stark. Und lassen sich nicht sonderlich leicht beeindrucken. Ja, dann machen wir das halt so. Gott, dauert das ewig. Das ist echt faszinierend, wie lange das dauert. Oder wie oft man einen da so reinpieksen muss. So, ich möchte dir gerne jetzt was stehlen. Du stehst vor mir und ich kann dir zugucken, oder? Ich kann dich auch töten. Och, goddammit. Immer diese einzelnen Hanseln. Ich will nur das beschissene Passwort. Ja. Das ist so ein bisschen wie Wrestling. Ja? Die kriegen ständig eins aufs Maul und sind dann plötzlich topfit und schlagen zurück. So, darf ich dich jetzt endlich bestehlen? Guck mal, wie unauffällig. Ha, guck mal. Oh, ich kann ihn bestehlen. Oh mein Gott, ich habe das Passwort. Natürlich, was auch sonst. So, und ich hoffe jetzt sehr, dass diese drei Wachen handeln, dass wir zumindest das eine optionale Ziel hinkriegen. Nämlich nicht entdeckt zu werden. Wenn wir das auch nicht hinkriegen, dann haben wir jetzt sehr, sehr viel Mühe gehabt für nicht viel. So. Und wenn nicht, dann weiß ich, ob es euch das lohnt oder nicht. Immerhin. So,
Einmal Passwort. Kennwort. Balaklava. Bitte. Attentat. Attentat. Nun dann, diskutieren wir das wie... Hallo. Gütiger Gott. Wer verdammt nochmal... Oh, hören Sie auf. Ah, Gott sei Dank, immerhin das haben wir. Yes! Das war das Aufwendige. Feigling! Verbrecher! Leider war es dem Helden von Balaklava nicht vergönnt, auf den glorreichen Feldern der Krim zu fallen, sondern durch die Klinge eines Assassinen in den Hallen der Macht. Sind Sie bald fertig? Verneige dich, Knabe, denn du hast vollbracht, woran alle russischen Kanonen und alle indischen Tiger scheiterten. Nimm deine Trophäe und mögest du daran ersticken. Gut, aber erzählen Sie mir mehr von Balaklava. Leb wohl. Leb wohl, mein Großbritannien. Deine Sonne scheint nun trüber, da der Earl of Cardigan sie nicht mehr sieht. Gott schütze die Königin und das 11. Husarenregiment. Was für ein Arsch. So, Sequenz 7 abgeschlossen. Ich bin froh, dass wir diese Herausforderung geschafft haben, weil das war die aufwendige. Also ich muss ja noch rauskommen, richtig. Wie immer. Und das andere mit keine Polizisten. Ich weiß ja, wo der Typ jetzt ist. Das heißt, ich musste einfach nur mich durchmetzeln und gut ist. Also ich glaube vor allem in den ganzen Gängen, da waren ja oben immer solche Querbalken. Ich glaube, dass man da relativ gut drüber laufen kann, ohne entdeckt zu werden. Hoffe ich, zumindest. Interessant, interessant. So, wie weit muss ich denn hier weglaufen? Oh, guck mal hier, auf dem Ding und jetzt flüchten wir auf dem Wagen, fahren einfach irgendwo durch. Perfekt. Und damit haben wir Sequenz 7 abgeschlossen. In der Politik ist alles erlaubt. Wunderbar. Und genau, es wird wieder geladen. So langsam nähern wir uns dem Ende des Spiels. Huch. Alles okay? Außer dem Todeskommando hinter uns? Meinst du das? Verstärkung ist unterwegs. Warum tust du dir das überhaupt an? Ist nicht dein Job, Templer zu bekämpfen? Ich hatte diesen Kollegen. Er war der Sohn unseres Chefs. Zuerst mochte ich ihn nicht besonders. Alle behandelten ihn, als wäre er etwas ganz Besonderes. Ich dachte... Er engagiert sich für nichts, was ihm keinen persönlichen Vorteil verschafft. Aber ich habe mich getäuscht. Wir wurden gute Freunde. Er ging durch die Hölle. Und dann hat er uns gerettet. Also denke ich, ich kann mich nicht bei ihm entschuldigen, aber ich kann versuchen, seinem Beispiel zu folgen. Du bist ein guter Assassin. Gütiger Gott! Hallo. Lange nicht gesehen. Galina, endlich. Wir haben uns nicht gesehen, seit wir das Labor in Paris gesprengt haben. Ja, es gab viele Explosionen und du schriest wie ein Baby. Bishop sagte, Otto Berg sei hier. Ich töte ihn für euch. Super. Gut, wenn du Wache schieben würdest, lege ich mich hin und sterbe. Schlaf. Es wartet ein großer Kampf. Sean und Rebecca sind erstmal sicher, aber du musst immer noch das Tuch für uns finden. Ja, das wichtige, wichtige Tuch, natürlich. Machen wir dann in Sequenz 8 und 9. Ein Brief. Für mich?
Das passiert öfters, oder? Dass er sagt, ein Brief für mich während des Ladescreens? Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Gut. Schau mal, wir haben jetzt nur noch die Sequenz 8 zur Auswahl. Was ich sehr schön finde. Die wählen wir natürlich auch aus. Die Freuden der Freiheit. Empfohlenes Level 7. Das ist gut, wir sind 8. Eine Dinner-Einladung. Und mit wem wirst du heute Abend dinieren? Maxwell Roth. Der Anführer der Blighters? Du gehst nicht hin. Natürlich nicht. Aha. Okay, hier ist unsere nächste Mission. Haben wir noch eine zweite Mission? Nein, momentan nur die eine. Wo sind wir denn überhaupt? Wo stehen wir denn? Ich sehe uns gerade nicht. Ich weiß nicht, wo wir sind. Nirgends? Im Zug? Richtig, wir sind im Zug. Das ist aber ganz gut, weil dann können wir weiter die Geldschatulle hier leeren. Dann können wir Fähigkeitspunkte verteilen. Wir haben 7 noch übrig. Das ist gut. Nett. Was kostet das? Das kostet 2 und das kostet 4. Das könnten wir uns leisten. Kutsche ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Die Einschüchterung ist mir wurscht. Ja, komm, wir machen die Kutsche hier. Schaffen wir aufs Level 9? Noch nicht. Und dann könnten wir uns überlegen. Eigentlich das da, oder? Aber das war jetzt wieder zu. Ja, das wäre sinnvoll gewesen. Dann sparen wir uns das erstmal auf. Aber Eevee können wir noch ein bisschen. Eevee können wir gerade nicht. Gut, dann halt nicht, ne? Genau, jetzt gucke ich erstmal hier Fortschritt. Was erwartet uns denn in Sequenz 8? Nur 4 Missionen, okay, das ist halbwegs machbar. Sequenz 7 haben wir eigentlich ganz gut abgeschlossen. Wie gesagt, die waren schwer. Keine Polizisten töten ist kein Problem. Da rushen wir durch ohne das und, oder ich, das mache ich dann irgendwann alleine. Und das mit dem Reporter mit, ich muss ihn nochmal schauen, aber ansonsten war das ganz gut. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach weiter und zwar bei unserer Mission. Die ist hier oben. Natürlich ist kein Aussichtspunkt irgendwo in der Nähe. Nehmen wir halt den da. Dralali, dralala. So langsam werde ich ein bisschen müde, muss ich zugeben. Bin nicht, ja, hab jetzt schon ein bisschen später am Abend. Man könnte jetzt natürlich sagen, ja, dass ich mich vielleicht gerade nicht so gut überall anstelle, liegt an meiner an meiner Müdigkeit, aber, eigentlich glaube ich es nicht, weil ich habe es ja immer gut begründet, warum ich mich so doof anstelle. Das mit der Kutsche war total dämlich, mit der eine Minute und entführen, dann das da mit dem dämlichen Hund. Dann vorhin habe ich einfach nicht bemerkt, dass ich es nicht gestohlen habe. Naja, gut. Jetzt sind wir hier. Kaufen wir erstmal ein. Oh, was heißt, ich habe nichts gemacht. Mal wieder. Komm, weg. So, kaufen. Alles auffüllen. Kostet mal wieder ein bisschen Geld. Das Geld ist das geringste Problem, weil wenn ich dann jetzt irgendwann mal anfange, die ganzen dämlichen Kisten einzusammeln, dann werden wir viel Geld haben. So, und jetzt brauche ich hier erstmal diese schön beleuchtete Kutsche. Um zu unserem Ziel zu fahren.
Eigentlich wäre es auch sinnvoll, erstmal die ganzen Sidequests hier zu erfüllen. So, tschüss Pferd. Und hier ist unsere Mission. Seltsame Bettgenossen. Jacob nimmt Maxwell Roths Einladung zu einem Treffen an. Jo, cool. Gibt's was zu essen? Ich sehe mal hinten nach. Ich sehe mal hinten nach, dann müssen wir wieder außen rumlatschen. Oder dadurch, das tut's auch. Macht uns keiner die Tür auf, ne? Das ist ja schon ein bisschen unhöflich. So. Mit dem Türsteher reden. Okay, das ist der Typ. Hallo, ich soll mit dir reden. Oh, jetzt bin ich wieder nicht anonym, weil mich da hinten irgendwann mal jemand für eine Sekunde gesehen hat. Dankeschön. Jetzt bin ich anonym, dürfte ich jetzt reden? Hm, schrecklich. Ich möchte zu Mr. Roth. Waffen? Nein, danke. Ich habe meine eigene. Sie gehören auf die Bühne, Sir. Hier entlang. Aber ich darf meine Waffen behalten. Finde ich fair. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ne? Haben Sie Waffen? Ja. Ja, behalten Sie sie. Hä? Okay, das ist hier irgendeine Bühne. Haben wir ja vorhin schon kurz gesehen. So, jetzt haben wir Roth Reichen. Oh, ich darf nicht sprinten. Ah. Juhu. Ja, unser Ehrengast ist gekommen. Komm, nimm Platz. Ich habe schon länger ein Auge auf dich. Ich finde deinen heldenhaften Kampf gegen den großen Crawford Starrick ziemlich beeindruckend. Ich schalte nach und nach deine Männer aus und du bist deshalb nicht verärgert? Ganz im Gegenteil. Überraschungen sind das Salz des Lebens. Bei Mr. Starrick ist es etwas anderes. Ich ersticke in Anweisungen, alle furchtbar langweilig. Warum arbeiten wir nicht zusammen und erledigen ihn? Oh, ich weiß nicht so recht. Mein Freund, wenn ich dir keine Möglichkeit verschaffen kann, Mr. Starrick weh zu tun... Tja, dann kannst du in dieses Theater hier stürmen und mich stattdessen töten. Was hättest du von dieser Sache? Eine Gelegenheit für ein Späßchen mit dem tapfersten Mann in London. Wir sind im Geschäft. Louis! Eine Kutsche! Sollen wir? Ja, gut gelaunt. Gibt was zu trinken. Und eine neue Mission. Ja. Irgendwo erstmal hinfahren. Das ist ja immer so ultra spannend. Du erwartest doch nicht, dass ich alleine fahre, oder? Gut so, Mädchen. Wohin? Zeig mal an, wohin. Da lang. Gut. Natürlich fahre ich wieder ein bisschen hier über den Rand. Für dieselbe Sache. Was ist geschehen? Weißt du, er brauchte meine Dienste, um seine Gangführer auszubilden. Aber der Mann ist unerträglich. Was du nicht sagst. Freiheit, Jacob. Sie zu stehlen ist weit mehr als eine Sünde. Das beraubt uns unserer Menschlichkeit. Recht hast du. Und St. Pancras kann unser Leid beenden? In dem Bahnhof befindet sich eine große Ladung Sprengstoff auf dem Weg zu Starrick und Co. Und du hast vor, sie zu stehlen? Was? Nein, ich habe vor, sie zu sprengen. So, also jetzt sind wir angekommen. Wir klettern auf irgendein Haus. Ganz toll. In St. Pancras.
würde gern Starks Waren beseitigen und großes Chaos dabei anrichten. Warum nicht, Jacob? Warum nicht? Der einfahrende Zug kommt gerade in unsere Richtung. Damit kannst du unbemerkt in den Bahnhof hinein. Falls er nicht zufällig vorher entgleist. Ich würde dir Glück wünschen, aber das brauchst du nicht. Ich sorge derweil dafür, dass Darks Verstärkung dem Bahnhof nicht zu nahe kommt. So. Den fahrenden Zug nehmen. Hallo. Gut, dass da gerade ein Zug kam. Den Sprengstoff aufspüren und zerstören. Okay, aber den fahrenden Zug, das kriegen wir erstmal hin. Und den Sprengstoff aufspüren ist ja wahrscheinlich im Bahnhof drin. Ein bisschen dunkel hier so in dem Bus. Und insgesamt müssen wir 5 Sprengstoffe zerstören. So, erstes Sidequest haben wir erreicht. So, jetzt darf ich hier runter. Es nervt so, dass, mich greift niemand an. Warum darf ich das dämliche Ding nicht zerstören? Oh, und da haben wir hier einen Chef. Gegen einen wichtigen gelben Bahnhofsmitarbeiter sozusagen. Ich glaube, ich will mal so eine Rauchbombe werfen. Und mich mal heilen. Wir haben zum Glück volle Heilpunkte, also volle Anzahl an Medizin. Das ist somit kein Problem. Aber ganz ehrlich, ich war jetzt komplett alleine in dem Zug. Ich darf nichts machen, weil mich irgendwo draußen jemand gesehen hat. Warum darf ich in der Zwischenzeit nichts machen? Warum darf ich das Ding nicht anzünden? Und vielleicht gleichzeitig noch lustig zusehen, wie meine Angreifer vielleicht ja mit in die Luft fliegen. Das wäre doch toll. Das mit dem Combo ist so gut, weil es sich halt dann echt auch lohnt, den Combo-Wert nach oben zu treiben. Oh, sind das viele? Okay, Combo ist down. Werfen wir mal wieder eine Bombe. Ist vielleicht nicht die beste Location für einen Kampf, aber... sind es immer noch so viele. Ich habe nur noch 3 Bomben. Oder wieder. Zack, bumm, bumm. Zack, zack, zack. Waren das jetzt dann endlich mal alle? Wie es hier ausschaut. Unglaublich. Okay, damit würde ich sagen, beenden wir den Teil, obwohl, ach, wir haben jetzt so schön ein bisschen Boom machen, tun wir noch. Boom. Irgendwann werdet ihr Blighters verstehen, dass ich nur euer Bestes will. Genau, also, da sind doch noch ein paar, das schaffen wir dann doch nicht mehr, aber einmal Boom haben wir schon gemacht und da kommen noch ein paar, muss ich doch ein bisschen aufpassen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir die restlichen, achso, wir sollten die Dynamitlager durch Anzünden zerstören, fällt mir gerade auf, ja, das machen wir auf jeden Fall. Genau, vielen Dank fürs Zuschauen, beim nächsten Mal machen wir die restlichen 4. Tschüss!